Baden-Baden. Kleine Stadt mit großem Flair. Als Kurstadt in der ganzen Welt bekannt. Auch die Opernsängerin Simone Kermes kommt gerne hierher. Die kleine badische Stadt hat es der Künstlerin und ihrem Mann angetan. Schon seit mehr als 2000 Jahren zieht es die Menschen hierher. Ob Maler, Schriftsteller oder Komponisten, Kaiser oder Könige. Die Liste der ehemaligen Kurgäste ist lang. Baden-Baden hat Tradition. Man spürt, dass mal hier vielleicht auch durch das Casino und was es hier alles gibt, spürt man schon diese ehemalige Flair dieser Stadt. Wenn auch sehr klein, ja, und irgendwo doch auch provinziell. Aber durch dieses riesengroße Festspielhaus und ja, es hat schon was, Baden-Baden. Man sieht das alte Flair, was es hatte und vielleicht auch heute noch hat. Johannes Brahms war ja auch hier und viele Künstler und das merkt man schon. Die Sopranistin Simone Kermes ist beruflich oft in Baden-Baden. In Deutschlands größtem Festspielhaus feierte sie schon viele Erfolge. Hier stand sie als Dido oder Andromeda auf der Bühne. Simone Kermes nimmt Angebote aus Baden-Baden besonders gerne an, denn arbeiten und genießen, das geht hier gleichermaßen. Immer wenn das Angebot kam, hier was zu machen, habe ich das schon verbunden, auch mit Relaxing und sich ein bisschen ausruhen. Also das hat man hier schon, weil man natürlich, man geht die Wege immer zu Fuß, man läuft durch die Stadt, man flaniert und ja, also es war immer sehr entspannt. Also von daher habe ich das immer gemacht eigentlich. Als Primadonna der Barockmusik gefeiert, tritt Simone Kermes auf den großen Bühnen der Welt auf. Ob New York, Madrid oder Mailand, sie gilt als Spezialistin für besonders schwierige Koloraturen. Werke von Händel, Vivaldi oder Mozart sind fest in ihrem Repertoire. Das Festspielhaus in Baden-Baden gehört mit zu den ersten Adressen der Opernszene. Ein Auftritt hier hat international hohen Stellenwert. Auch Simone Kermes singt gerne hier. Immer wenn sie in Baden-Baden ist, versucht sie auch zu entspannen. Ihr Mann, der ebenfalls Musiker ist, begleitet sie oft auf ihren Reisen. Das viele Grün mitten in der Stadt ist für die beiden ein wahrer Genuss. Ich mag schon die Natur. Ich finde das sehr wichtig, um sich abzureagieren von dem Stress, von der Arbeit und um neue Inspirationen einfach zu bekommen. Und das ist einfach schön. Was Schöneres gibt es nicht als die Natur. Die gebürtige Leipzigerin lebt heute in der Nähe von Koblenz. Wegen ihrer Auftritte ist sie aber wenig zu Hause und viel unterwegs. Privat ist sie am liebsten in Italien. Ein bisschen mediterran fühlt sie sich aber auch in Baden-Baden. An Italien liebt sie das leichte Lebensgefühl und die lange musikalische Tradition des Landes. Die merkt man den Musikern auch heute noch an, meint sie. Mit der italienischen Gruppe Le Musique Nuove musiziert sie deshalb seit 3 Jahren. Mit ihnen verbindet sie die gleiche Auffassung von Musik. Temperamentvoll und leidenschaftlich interpretieren sie Werke aus Barock und Rokoko. Modern wie ein Rockkonzert. Mittelmaß ist nicht ihr Ding. Wenn Simone Kermes singt, und das tut sie seit Kindesbeinen an, muss auch das Gefühl stimmen. Nur so kann der Zuschauer die Leidenschaft der Musik auch spüren. Wir diskutieren nicht lange, wie muss es denn sein, was die Deutschen machen. Ja, die gucken immer, jetzt steht, ist ungefähr Allegro, ist ungefähr so und so schnell oder Dreiachteltakt muss so und so sein. Ja. Und das gibt es bei den Italienern eigentlich nicht. Man macht das einfach, man spielt, man hat Spaß und entwickelt in diesem Sinne so langsam die Musik. Ja.
Und bei den Proben ist es auch nie so, dass man so eine Version einfach festmacht, sondern es wird immer frei sein. Und im Konzert selbst nochmal kommt nochmal so eine Sache dazu, wo nochmal viel Inspiration und viel Freiheit ist. Also es ist eigentlich, wenn man vergleicht, wie so eine Jazzband, die am Abend auch improvisiert. Simone Kermes möchte mit überholten Klischees von klassischer Musik aufräumen. Nicht brav und bürgerlich, sondern gerne auch wild und unkonventionell darf ein Auftritt ihrer Meinung nach sein. Auch wenn mich Leute kritisieren und sagen, bleiben Sie doch mal jetzt still und so und stehen Sie doch mal gerade und mal ordentlich und so, wie man das so kennt. Ne? Oder zum Beispiel im Liederabend oder so, und das macht man mal so, die Hände immer so. Ja? Das finde ich so einfach altmodisch und das bin ich auch nicht. Und deshalb, ja, deshalb fühle ich mich sehr frei, wenn ich so agieren darf und mit den Musikern zusammen. Und das gibt mir einfach Spaß. Simone Kermes ist ein Genussmensch. So wie sie mit allen Sinnen singt, lebt sie auch. Sie schätzt gutes Essen. Wenn sie in Baden-Baden ist, besucht sie mit ihrem Mann die Restaurants der Stadt. Sie liebt besonders die italienische Küche. Einfach und frisch zubereitet. Wenn sie gut isst, kann sie auch auf der Bühne gut sein, sagt sie. Ich bin jemand, der ungeheuer gern genießt. Für mich ist ungeheuer wichtig, dass ich etwas Gutes zu essen habe. Wenn ich nichts Gutes zu essen habe, dann wäre ich meist sehr, nicht hysterisch, aber dann bin ich vielleicht nicht so gut auszuhalten. Also ich brauche etwas Gutes zu essen. Es muss mir gut schmecken und dann fühle ich mich gut und dann kann ich auch gute Sachen machen. Und wenn Simone Kermes es sich gut gehen lassen will, kommt sie nach Baden-Baden. Landschaftlich reizvoll am Rande des Schwarzwalds gelegen, hat die Kurstadt viel zu bieten. Die Parks und Grünanlagen laden zum Spazieren ein. Aber auch in der historischen Altstadt kann man schön bummeln und einkaufen gehen. Das milde Klima und das weltstädtische Flair ziehen schon immer Besucher aus der ganzen Welt an. Bekannt ist Baden-Baden für sein heilendes Thermalwasser, das aus 2000 Metern Tiefe aus der Erde kommt. Simone Kermes liebt diesen Ort. 68 Grad ist das Wasser hier heiß. Es erwärmt auf natürliche Weise die Badeanlagen der Kurstadt. Schon die Römer nutzten dieses Geschenk der Natur und bauten für ihre Soldaten hier eine Erholungsstätte. Heute kann man die Überreste des römischen Soldatenbades besichtigen und bestaunen, wie schon im Jahre 70 nach Christus in Baden-Baden eine hochentwickelte Badekultur gepflegt wurde. An gleicher Stelle steht heute das Friedrichsbad. 1877 errichtet, benannt nach seinem Auftraggeber, dem Großherzog Friedrich I. Für Simone Kermes gehört ein Besuch des Bades bei jedem Aufenthalt in der Stadt dazu. Wenn mich noch jemand massiert, das finde ich ganz toll. Eigentlich bin ich da schon gern im Dampfbad, weil das besonders gut ist für die Schleimhäute, ja, diese feuchte Luft zu inhalieren. Und ich gehe auch oft, also wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin im Hotel und ich habe ein Konzert, gehe ich meistens noch nachmittags, wenn es Dampfbad gibt, gehe ich dort rein, um sich zu relaxen. Und das ist gut für die Stimme. Aber nicht nur für die Stimme. Auch die Seifenbürstenmassage im Friedrichsbad ist ein Muss bei jedem Besuch.
Verspannungen, die durch das Singen auf der Bühne entstehen, lässt sich Simone Kermes hier einfach wegmassieren. Jetzt nach der Oper war ich zum Beispiel sehr verspannt. Kam wahrscheinlich auch von der Art, von der Inszenierung. Und dann immer die Absatzschuhe an und immer sitzen und stehen und Spannung halten. Und da war ich richtig, richtig verspannt. 17 Stationen umfasst das historische Bad mit unterschiedlichen Hitzestufen. Simone Kermes braucht gute 3 Stunden, um die römisch-irische Badekur zu durchlaufen. Zeit genug, um auch die herrliche Architektur des Friedrichsbades auf sich wirken zu lassen. Mittelpunkt und eine der letzten Stationen der Kur ist der 18 Meter hohe Kuppelsaal mit seinem runden Badebecken. Mich fasziniert dieses Bad, diese Atmosphäre, diese Räume, diese Schönheit dieser Räume, die Farben mit dem Marmor und ja, man tut total relaxen hier, es ist warm und ja, es ist einfach wunderschön. Kraft tanken für den anstrengenden Alltag. Gerade eine Operndiva mit solcher Energie und Ausstrahlung wie Simone Kermes braucht im Privatleben Ruhe und Entspannung, um auf der Bühne die schwierigen Partien meistern zu können. Simone Kermes legt viel Kraft und Intensität in ihre Darbietung. Voller Emotionalität lebt sie ihre Arien. Ich bin sehr mit meinen Sinnen, mit allen Sinnen, ja. Ja, nicht nur das Essen, natürlich das Essen, das Trinken, das Riechen, das Gucken und vor allen Dingen das Hören. Das Hören finde ich eigentlich den wichtigsten Sinn. Also, sonst könnte ich ja die Musik nicht machen. Baden-Baden ist für Simone Kermes der ideale Ort, um zur Ruhe zu kommen. Sie genießt die schöne Architektur und den weltoffenen Stil, den die kleine badische Stadt nach außen trägt. Besonders fasziniert sie die Trinkhalle mit dem imposanten Wandelgang und den herrlichen Gemälden. Mitten in Deutschland, ein kleines Stück Italien. Ich finde es wunderschön. Ich empfinde diesen Ort vielleicht den schönsten Ort hier in Baden-Baden. Er ist groß, er ist warm. Er hat diese Terrakotta-Farben wie in Italien Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Architektur. Und gefällt mir ungeheuer gut. Also man hat so was Großes hier. Man fühlt sich wie in einer riesengroßen, bedeutenden Stadt. Baden-Baden wird oft als die kleinste Weltstadt Deutschlands bezeichnet. Schon immer zog es Kaiser und Könige hierher. Simone Kermes jedenfalls fühlt sich ganz königlich, wenn sie hier zu Gast ist. Für sie ist es der schönste Ort zum Ausruhen und Genießen.